Mein Handwerk macht mich sehr glücklich. Und dass wir mit den Sachen im Grunde genommen, die uns glücklich machen, auch noch andere Menschen glücklich machen, also das ist Win-Win für alle Seiten. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich habe damals schon gemerkt, dass Schule kein System für mich ist. Ich wollte schon immer was mit meinen Händen machen. Mein Vater hat eine Annonce in der Zeitung gesehen von einer Glaserei. Und da habe ich auch gesagt, was ist denn Glaser? Ich habe dann auch ein Praktikum gemacht und das erste Mal, wie ich das gesehen habe, wie Glas geschnitten wird und der das rüberritzt und das bricht und auf einmal ist das genau gerade da in der Linie entlang. Also da möchte ich mehr drüber wissen, das möchte ich auch können. Und somit habe ich da die Ausbildung dann begonnen und das war auch genau der richtige Schritt. Diese Ausbildung hat mir dazu geholfen, auch meine Fähigkeiten und Fertigkeiten einfach zu prägen und das wahrzunehmen, dass ich etwas kann. Und am Ende bin ich sogar damit Landesbester von Schleswig-Holstein geworden und hatte die Chance, direkt im Anschluss meinen Meister zu machen. Und dann habe ich noch 3 Jahre als Geselle in meinem alten Lehrbetrieb gearbeitet, bis sich dann eine Chance ergab, einen Betrieb zu übernehmen. Ich habe quasi alleine gestartet. Jetzt sind wir insgesamt 16 Menschen hier im Betrieb und wir wollen noch mehr werden, weil ich der Meinung bin, wir haben einen guten Betrieb, wo wir gut miteinander umgehen und wo wir Spaß bei der Arbeit haben. Und das möchte ich einfach möglichst vielen Menschen auch ermöglichen, dass sie einfach glücklich sind in ihrem Job und in ihrer Arbeit. Und das versuche ich auch so ein bisschen vorzuleben. So, hey, seid stolz darauf, was ihr macht und seid stolz darauf, wer ihr seid. Ich bin immer der Meinung, wenn du das tust, was du liebst und das mit voller Hingabe tust, dann wirst du automatisch erfolgreich sein. Wir haben nur diese eine Erde und wir müssen uns ein bisschen darum kümmern, dass wir hier möglichst lange auch noch existieren können. Als Glaserei haben wir uns darauf spezialisiert, Fenster zu retten. Das bedeutet, dass wir alte Fenster, die eingebaut sind, jetzt 30, 40 oder teilweise auch 100 Jahre alt sind, dass wir denen einfach neue Scheiben geben können. Und das ist nachhaltig, ressourcenschonend und somit hilft das Glaserhandwerk, auch den Klimaschutz zu unterstützen. Glas ist grazil, filigran, transparent, aber richtig eingesetzt hält es wiederum auch so viel aus. Im Fußballstadion hält es die Fans davon ab, auf das Spielfeld zu fallen. Also es gibt keinen vergleichbaren Werkstoff, der das so kann wie Glas. Was uns verbindet im Handwerk, ist, glaube ich, einfach die Leidenschaft zu dem, was wir tun. Und dass wir uns entschieden haben, das zu tun, was wir wirklich, wirklich gut können. Und egal, wo du was anpackst, kannst du auch was entwickeln. Und ich glaube, das schweißt zusammen. Ich bin Glaser. Und was ist mit dir?